Hallo ihr Lieben, heute kochen wir Frischkäse-Hackfleischbällchen in Tomatensauce. Das Rezept ist so einfach, das gelingt garantiert und ist im 0,nix fertig. Wir brauchen gehacktes, Rindergehacktes schmeckt mir persönlich am besten, 2 Eier, Frischkäse, deiner Wahl, ich nehme da ganz gerne den mit Knoblauch, etwas Sahne und Tomatensauce für die Soße. Die Tomatensauce ist fertig, da kannst du auch die Soße deiner Wahl nehmen. Mir schmeckt besonders gut diese Kindertomatensauce, die ist etwas milder, aber du kannst auch Arrabbiata nehmen. Ein Gewürzsalz deiner Wahl, ich nehme hier ganz gerne etwas mit Kräutern. Dann Dosenerbsen, die sind einfach wahnsinnig unkompliziert und Mozzarella-Käse. Ach ja. Dazu passt Reis, du kannst aber auch Nudeln kochen oder Weißbrot reintunken, wie du magst. Wir machen heute ein bisschen Reis dazu. Lasst uns starten. Gehacktes in eine große Schüssel, die beiden Eier drauf, die Packung Frischkäse drauf und dann Kräutersalz nach Belieben und zu einem schönen glatten Teig verkneten. Jetzt mit den Händen kleine Hackbällchen formen und in die Auflaufform legen. PS, macht zu zweit mehr Spaß und geht schneller. Die abgetropften Erbsen drüber geben. Wir machen jetzt eins mit Erbsen und eins ohne. Ein bisschen Schlagsahne in die Packung kippen. Und drüber gießen. Wir machen eins mit Erbsen und eins mit Mais. Den abgetropften Mais draufgeben. Die kommen jetzt beide ohne Mozzarella für ungefähr 15 Minuten in den Ofen und erst danach der Mozzarella rauf, damit der nicht so dunkel wird. Grad. 15-20 Minuten, dann den Käse drauf. Das sieht jetzt schon sehr gut aus. Und hier lege ich jetzt noch auf jedes Bällchen Mozzarella dick drauf. Und ab nochmal in den Ofen, bis der Käse richtig schön verlaufen ist. Heiß, Vorsicht, ulala. Heiß, 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 ihr Lieben. Eieiei, toll. So, Micha, du kriegst 2. Komm essen. Ich meine, die Vorbereitung waren 5 oder 10 Minuten. Das ist wirklich sehr schnell gegangen. Und dann halt die Ofenzeit, ja. Die Variante mit Erbsen haben wir jetzt uns genommen. Ja. Ich finde es ja immer toll, wenn in Buletten keine Zwiebeln sind. Mmh. Mmh. Sehr lecker. Mhm. Mmh. Mmh. Unbedingt machen. Auch mit diesem Knoblauchfrischkäse, ne? Mhm. Yes. Yes. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Kochvideo wieder. Auch wenn sie nicht mehr häufig stattfinden, könnte aber auch daran liegen, weil ich wirklich jeden Tag auf Insta koche. Mittlerweile. Guten Appetit. Tschüss.